Was ist das fundamentale Evaluationsproblem? Machen wir das mal ganz einfach im ersten Schritt. Schauen uns einen Menschen an und dieser Mensch ist entweder in der Schule oder ist eben nicht in der Schule. Jedenfalls kann ein Mensch nicht gleichzeitig in der Schule sein und nicht in der Schule sein. Was wir also beobachten, ist immer, entweder ist er in der Schule oder eben nicht. Das ist der Kern des fundamentalen Evaluationsproblems. Denn wir wollen den kausalen Effekt der Schule messen. Das ist unser Ziel. Wir wollen wissen, ob die Maßnahme Schulbesuch wirklich zu einem höheren Lohn führt oder ob das auch ohne Schulbesuch möglich ist. Die Maßnahme ist der Schulbesuch, das Ergebnis ist die Lohnhöhe. Und die Ursache-Wirkungsbeziehung interessiert uns. Ist der Schulbesuch wirklich die Ursache für die Wirkung höherer oder niedriger Lohn? Uns interessiert also der Vergleich Lohn eines Individuums, wenn das Individuum in die Schule geht, im Vergleich zu dem Lohn eines Individuums, wenn es nicht in die Schule geht. Und das sehen wir jetzt schon, das fundamentale Evaluationsproblem. Es ist nicht möglich, dass ein Individuum gleichzeitig in die Schule und nicht in die Schule geht. Jetzt können wir das noch ein bisschen formalisieren und sagen, ja, Y1i ist der Wert der Ergebnisvariable, also der Lohn im Fall des Schulbesuchs. Und Y0i ist der Lohn des Individuums im Fall nicht in die Schule zu gehen. Und uns interessiert die Differenz zwischen diesen beiden Werten. Das ist, was uns interessiert. Das ist nämlich der Maßnahmeneffekt. Also nochmal in der Nussschale, das fundamentale Evaluationsproblem ist, dass der Maßnahmeneffekt nicht auf der individuellen Ebene messbar ist. Wir müssen uns also was einfallen lassen. Wir brauchen Tricks, um dieses Problem zu lösen. Und dazu haben wir die moderne Ökonometrie.